Japan wartet auf Klarheit, aber in Fukushima herrscht Chaos. AKW-Betreiber TEPCO widerruft einige seiner dramatischen Messdaten, dann wieder Funkstille, kaum Informationen. Von Entwarnung kann jedoch keine Rede sein. Die Strahlung in Block 2 erreicht heute einen lebensbedrohlichen neuen Höchstwert. Im japanischen Fernsehen erklärt ein Experte, dass Brennstäbe beschädigt sein könnten. Radioaktiv verseuchtes Wasser fließt möglicherweise aus dem Reaktorkern, aber an welcher Stelle es austritt, ist unklar. Befürchtet werden Risse im Stahlmantel, aber auch Lecks in Rohren kommen als Ursache in Frage. Die Arbeiter müssen abgezogen werden. Die Reparaturen an den Kühlsystemen gehen nicht weiter, denn in 4 Reaktoren steht verstrahltes Wasser, das abgepumpt werden muss. Bei der hohen Strahlung müssen wir natürlich die Sicherheit der Arbeiter gewährleisten. Wir können auch nicht so einfach alles entfernen und rauslassen. Wir müssen die radioaktiven Substanzen erst beseitigen und woanders lagern. Das wird einige Zeit dauern. Auch die Verstrahlung des Meerwassers nimmt weiter zu. Experten gehen aber nicht davon aus, dass eine größere Gefahr für die Umwelt bestehe. Die Strömung würde die strahlenden Partikel schnell verdünnen. In Tokio demonstriert wie jeden Monat eine Gruppe gegen Atomkraft. Normalerweise kommen nur ein paar Leute, heute waren es etwa 1000. Die Japaner sind zunehmend verunsichert und wütend über das Krisenmanagement des Kraftwerkbetreibers und der Regierung. Die sagte heute, die Lage habe sich teilweise stabilisiert. Aber wer will das bei dem Durcheinander noch glauben?